Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mal wieder meine Schwester an Bord. Wir sind nämlich gerade ganz fleißig dabei, Videos zu drehen für ihren Account. Und wir haben es gedacht, wir machen zwei Wer würde eher Teile. Einen, den seht ihr jetzt hier auf meinem Kanal, und den zweiten seht ihr dann bei Marlies. Das heißt, schaut auf jeden Fall vorbei, das verlinke ich euch unten in der Infobox. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Marlies Freund sitzt hinter der Kamera und stellt uns die Fragen. Wir wissen von nichts und sind sehr gespannt, was kommt. Und genau, ich würde sagen, wir legen einfach los. Viel Spaß. So, wer würde zuerst heiraten? Ich bin auch der Meinung, Marlies, auf jeden Fall Marlies. Gut zu wissen. Wer würde zuerst sein Kind im Auto vergessen? Okay, wir haben beide gesagt, Marlies Freund. Auf jeden Fall. Stimme ich zu. Habt ihr gehört? Er stimmt sogar zu. Sehr gut. Wer würde zuerst auswandern? Gut, tatsächlich habe ich mir Felix für nächstes Jahr geplant, dass wir mal so einen richtig langen Urlaub machen und dann auch so ein bisschen weiter wegfahren. Also, aber auswandern ist tatsächlich gar nicht, weil ich so ein totaler Familienmensch bin. Also, nee, ganz weit weg nicht. Nur mit allen mit. Wenn ihr alle mitkommt, dann gerne. Aber sonst nicht. Wer würde zuerst Veganerin werden? Ich habe damit gar keine Probleme. Und ich esse so wenig Fleisch im Moment, deswegen kein Problem. Wer würde eher eine Woche ohne Handy auskommen? Never ever. Never, never, never. Seien wir ganz ehrlich, das schafft ihr beide nicht. Nee, das schaffen wir beide nicht. Also ich allein durch meinen Job nicht. Also mein Handy ist ja mein Job sozusagen. Und Marlies ist auch einfach so ein... Du, das ist jetzt auch schon dein Job, Marlies. Wir sind beide Influencer, das geht nicht. Wer würde er den ganzen Tag im Bett liegen? Das passt, ne, Marlies? Sie gibt es mal zu, doch. Nee, ich muss immer was tun. Ich fühle mich so schlecht, wenn ich einen Tag mal nichts mache. Und selbst wenn ich krank bin, dann muss ich auch immer was machen. Wenigstens eine Hose nähen oder so. Sonst fühle ich mich schlecht. Geht gar nicht. Wer würde er mit Klamotten in die Badewanne gehen? Oh, das ist geil. Habe ich kein Problem mit. Das fühlt sich so ekelhaft an, so. Ja, wenn es so klebt. Ausziehen ist wieder scheiße danach, ja, aber sonst. Wer würde er seine Haare färben? Ach, damit habe ich auch nicht so Probleme. Haben wir beide schon durch, ne? Ja. Wer würde er einen Monat ungesund essen? Bin ich schon gewohnt. Weißt du, wer ich? Wer würde sich eher vegan ernähren? Ich und Marlies? Ach komm, ein Burger ist auch mal geil, ne? Ja. Esse ich auch. Er guckt doch so. Wer würde er mit seinem Freund Schluss machen? Ich glaube, wir sind beide nicht, oder? Aber ich vielleicht. Das ist die richtige Entscheidung. Von euch beiden jetzt. Wir müssen das jetzt so sagen. Wir werden gezwungen. Ja. Ich kann nichts anderes sagen. Der Mann sitzt hier. Wer würde eher einen Bungee-Sprung machen? Oh. Alle Fälle. Bist du auch so ein auf jeden Mensch? Fall muss ich springen oder sowas. So. Ich will auch unbedingt mal Fallschirm springen. Unbedingt. Ich auch. Ich finde das so geil. Ich bin voll so ein Adrenalin-Mensch. Wer würde eher sich ein Tattoo stechen lassen? Meint ist ja sogar schon geplant. Du willst auch ein Tattoo stechen lassen? Ja, aber ich muss noch abwarten. Ja, du bist ja schwanger. Du bist gerade in einem Modus, das geht gerade nicht. Verlinke ich in der Infobox. Oder nee, hier oben beim I. Ich bin noch beim professioneller I. als du, ja? Ich weiß gar nicht, ob das I hier. Ich glaube, das ist also ich da. Sag's mal so, wenn ich das auf dem Fernseher gucke, gibt's kein I. Ja, das geht auch nicht. Da gibt es auch keine Infobox. Wer würde eher mit Haien tauchen? Mit Haien? Oh, auf jeden Fall. Das ist auch wieder so ein Adrenalin-Ding. Finde ich geil. Wer würde eher einem Kind das Eis klauen? Nee, ich nicht. Ich nicht. Oder? Du auch nicht, ne? Nein. Mal ist okay. Ab und zu Süßigkeiten, ne? Bist du auch so der Erziehungstyp, so mal Süßigkeiten, mal Fernsehen, ist okay, mal sehen, oder? Aber mal sehen, ne? In meinen Vorstellungen, ja. Ja. Mal sehen, wie es kommt.
Was der Mann sagt. Verdammt, jetzt hab ich nicht zugehört. Wer würde eher eine Schlange als Haustier halten? Oh Gott, never. Ich hasse Schlangen und Spinnen. Blah. Ich auch. Mir hat schon gereicht, dass unser großer Bruder hatte mal eine Vogelspinne. Vogelspinne. Boah, igitt. Boah, jetzt kribbelt es mich. Jetzt habe ich Gänsehaut. Wer würde eher einen Freund, eine Freundin vor vielen Leuten blamieren? Boah, nee. Nicht, wenn es ein Freund ist oder so. Oder eine Freundin. Was guckt der Mann schon wieder so? Wer würde eher einen Geburtstag vergessen? Mein Freund. Ich hab so ein fotografisches Gedächtnis, was Daten angeht. Wer würde eher auf Schokolade verzichten? Ey, Maggie. Ich hasse Schokolade. Also mal esse ich Schokolade. Du willst auf Schokolade verzichten? Hä, du? Ach so. Gott, ich hab grad dich Malis gelesen. Da auch Malis. Der Schokoladenfreak hier. Allein jetzt im Moment. Du bist Sack. Badnerin. Ne? Ja, ein Schokobrot in der Badewanne. Wer würde... So an der Wand raus, ne? So, oder oben so als Dusche zu. Und dann so... Ah. Lieber, jetzt weißt du, was du vorhast. Geil. Das, was du tun hast. Ich kaufe flüssig Schokolade und mache dir die Badewanne voll. Gut, jetzt weiter geht's. Wer würde eher bei einem Film einschlafen? Primetime, Marlies, 21:30. Oh, nein, das war 22 Uhr meistens. Wieso? Wer würde eher sein Auto vergessen, wo sein Auto geparkt ist? Du hast noch kein Auto, du hast noch keinen Führerschein, das bringt nichts. Ich würde nicht vergessen, wo es steht. Weißt du, letztes Mal noch, wo wir mit Dani weg waren, wo wir nicht wussten, auf welchem Parkdeck wir waren? Mhm. Das war geil. Da waren drei Parkdecks und wir wussten nicht, wo wir geparkt haben. Und dann standen wir im Fahrstuhl und haben irgendwo gedrückt und dann war es richtig. Da bin ich auch mal gespannt. Wer würde eher auf einem Spielauto durch einen Drive-In-Schalter fahren? Oh, auf jeden Fall. I love it. Das ist, macht eigentlich voll Spaß. Oder voll geil. Gut vorstellen. Und solche Sachen sind genau mein Ding. Der Mann denkt sich nur. Wer würde eher eine Woche lang ohne Klopapier auskommen? Klopapier ist wichtig. Wer würde eher die Augenbrauen rasieren? Alter, nee, meine Augenbrauen, ey. Ich liebe meine Augenbrauen. Ich auch. Ich zupf die mal ab und zu, aber ganz rasieren, nee. Also unsere Schwester würde es bestimmt machen. Mary, ja. Ja. Wer würde eher einen Insektenburger essen? Boah! Auf gar keinen Fall. Niemals. Ich bin überhaupt nicht für Insekten und Würmer und so, ne? Auch... Oh, nee, kann ich mir vorstellen, ja. Oh. Wer würde eher vor Lachen in die Hose machen? Leute, wenn Marlies abgehen, ne, dann geht die richtig ab. Dann geht die ab wie ein Zäpfchen, Leute. Es ist so Hammer, wirklich. Wenn die erstmal richtig ins Schwung kommt, dann mit Wein. Oh, alles. Die heult. Das ist unglaublich, Leute. Wer würde eher ein Clown im Zirkus werden? Und du? Ja, würdest du? Ich glaube, er als du auf jeden Fall. Oh ja, das stimmt. Er als ich, ja. So wie ich manchmal drauf bin. Das würde passen. Mein neuer Beruf als Clown. Ja. So, meine Lieben, und das war's dann auch schon. Das war jetzt der erste Teil. Wie gesagt, der zweite Teil kommt bei Marlies auf dem Account. Ist unten in der Infobox verlinkt und hier bei mir ebenfalls. Und dann hoffe ich, euch hat der erste Teil gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich gleich bei Marlies auf dem Account wieder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüssi!